Und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, so ist viel vielleicht besserer Satzbau des Spielnamens. Wir waren stehen geblieben, als wir hier... Ich weiß halt gar nicht mehr. Waren hier noch Gegner? Yo! Wir haben noch gar nicht alle Gegner besiegt gehabt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Weg, wo der uns der Bär angegriffen hat. Und... Oh, sind die alle respawned? Eieiei. Englische Ahnen. Ja. Weil wir krass sind, Alter. So, looten wir den nochmal. Sind die ganzen Leute respawned oder haben wir die übersehen? Ah, die Leute sind, glaube ich, alle respawned. Hier ist nix. Hier ist einfach nur der Wind. Oh shit! Genau da. Hä, als ob... Wie hat der uns gesehen? Klar, wenn man einmal daneben schießt, schon logisch. Wo sind die anderen? Ich höre den doch. Da ist noch einer. Wer macht denn hier so... Bin ich das? Oh, ich bin das. Lol. Ich dachte gerade, wer macht denn hier die ganze Zeit diese komischen Schrittgeräusche? Ach, das bin ja nur ich. Warum denn? Hat er mich gesehen? Dafür, dass wir nur einen Bogen haben, läuft das hier eigentlich ganz geil. Warte mal, was haben wir denn hier überhaupt? Truhen fehlen uns noch, Relikte fehlen uns noch, Dokumente fehlen uns noch. Wir haben hier zwei Relikte. Und da ist die Truhe und das Dokument. Alles klar, wir sind also soweit fertig. Hier in dem Bereich. Ah, looten wir nochmal hier ein bisschen. Können wir ja gut gebrauchen. Das Ding haben wir schon. Wo war denn? Wo ging denn? Wo war denn? Wo ging denn? So, die Fragen, wenn man mal Pause gemacht hat. So, da kann ich mich auch noch erinnern. Komm hier, Lara. Hau weg die Scheiße. Oh, warte mal. Nein. Falsche Taste. Nein. Alles klar, richtige Taste. Komm her, du. Verdammt, er ist noch da. Ja, kein Ding, Alter. Besiegen Sie den Bären, Sön. Komm her. Ausweichen kann ich auch. Ich bin ready. Gib mir noch eine Sekunde. Wie kann ich nochmal... Scheiße. Ich hasse Pause zu machen. Ah, alles klar. So mache ich das. Gut. RT. Selbe. Alles klar. Hat sie das Ding einfach mal angezündet, während sie... Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Moin, Meister! Ist er vergiftet? Au! Na Quatsch, Heilung. Mann, was soll das denn? Oh!
Easy, Mann. Bärenfell. Das heißt, es gibt noch mehr Bären. Mm, geil, schön den Rücken auf. Schön in Schwarz-Weiß. Geile Sau. Ein Bär. Komm, wir brauchen uns gar nicht heilen. So. Tu was aber doch nochmal. Easy first try. So, was haben wir hier? Ein Stück Stoff. Ripp. Oh, geil. Ja. Da kriegen wir zwei Fälle raus. Ich glaube, es sagt. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Okay, aber wie kann man denn mit einem Schwert kommunizieren? Man kann ja doch nur abstechen oder überleben, oder nicht? Egal, let's go. Russisch! Salut. Teil, halbautomatische Pistole. Stemmen Sie Truhen auf, um Abwaffenteile und Upgrade-Werkzeuge zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Basislagern freizuschalten. Alles klar. Dann machen wir hier mal die Wand auf. Sexy. Weil dann müssten wir hier ja quasi fast alles fertig haben. Nur noch die zwei Relikte und die zwei Relikte müssen wir hier hinten holen. Also sind wir hier erstmal ready. Suchen Sie ein langes Mongolen an der Spur. Gletscherkaverne. Nase juckt. Oh, kann ich da dran? Nö. Verdammt. Da kannte ich nicht lang. Aber ich kann bestimmt hier hoch. Das ist wahrscheinlich der Weg zurück, hä? Oh. Easy. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetloyar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Oha, hat er etwa eine Pandemie ausgelöst, der Schlawiner? Oh, geh bitte nicht kaputt, ey. Ich will auch nur wieder hier raus. Ja. Da ist der Weg zurück. Immerhin gibt es einen vor und einen zurück. Das ist doch schon mal fein. Alter, ich würde mich sowas ja nicht trauen. Ich kann auch jederzeit alles einstürzen. Vor allem, wenn das... Scheiße, das wird echt kalt. Vor allem, wenn das hier schon, tropft. Wie sagt man? Schmilzt. So. Eifriger Lerner, hm? Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Mhm. Das ist bestimmt ein Explosionspfeil. Das war ein Pfeifpfeil. Oh. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Hm. Okay. Ein Pfeifpfeil. So, so. Eieiei. Das wird aber echt kalt. Okay, wir haben hier in diesem Bereich...
ein Grab, 3 Relikte und 4 Dokumente. Wir haben bereits ein bisschen was gefunden. Alles klar, let's go. Ich hoffe, jeder hat seine Boxershorts an. Das sieht schön aus. Also unter Wasser kann das Spiel auf jeden Fall einiges. Vor allem die Lichteffekte an Lara selbst sind schick. Wir gehen erstmal hier lang. Ich weiß nicht, sieht smooth aus auf ihren Klamotten. Moin! Eine Peisa diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des mongolischen Reichs sprechen. Geil, wir sind ein Gesandter. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Ja, jetzt können wir im mongolischen Reich, wenn es noch existiert, existieren würde, sprechen. Und sagen, was Sache ist. Aber leider ist, soweit ich weiß, gibt's doch nicht, das mongolische Reich gibt's doch nicht mehr. Oh, wow, was war das denn? Gibt's doch nicht mehr, oder irre ich mich? Ich weiß halt nicht. Alter, das sieht so sweet aus unter Wasser. Ich brauche Holz, um das Feuer anzuzünden. Wow, echt jetzt? Echt jetzt befehlt ein Holz. Ihr nehmt das Ding. Ein Holz? Das ist ein Stück Blatt. Lara, ich brauche Holz. Rallst du nicht? H-O-L-Z. Ah, ich habe sogar Gold gefunden. Let's go. Es ist cool, dass man diesmal die Feuer selber anzünden muss. Weil beim ersten Teil waren ja alle entzündet, komischerweise. So, wir haben einen neuen Punkt. Was haben wir denn hier noch? Was? Weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe. Explosion. Vergrößert Zeit für einen Ausweichkonter, der beim erfolgreichen Ausweich. Let's go. Die guten Duellantenreflekte. Gegen den Upgrade haben wir auch noch. Oh, Stimmgeschwindigkeit wird erhöht. Let's go. Können wir schon da Truhen öffnen? Wir nehmen alles. Ziel ist natürlich, alles zu machen. In Tomb Raider. Tomb Raider. Schauen wir uns nochmal hier kurz die Karte an. Wir hatten hier hinten nichts, ne? Nur ein Schild. Oh, nice. Ein Helm ist ja auch noch. So weird. Oh. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Wovon? Ah ja. Als ob ich bis da hinten hinspringen kann. Geronimo! Oh, okay, tatsächlich. Hä? Hey! Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Jawohl, wie kommt die zum Teufel hier hoch? Sind wir nicht auch bei Mount Everest? Sind wir nicht irgendwie komplett woanders? Weit weg von Meeren und so ein Scheiß? Was zum... Wie? Ja, ist... Kriege ich Uncharted-Flashbacks? Wenn ich es immer... Wenn ich immer dazu hing... Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Wenn ich irgendwann dazu komme, PlayStation 4 Spiele oder PlayStation Spiele an sich zu Let's Playen... Ja, werden wir anscheinend natürlich auch machen und dann wisst ihr, was ich meine. Direkt erster Teil, wer es kennt, wird wissen, was ich meine. So. Eisschiff. Optionales Herausforderungsgrab. Let's go. Als ob hier nicht gleich alles einbricht. Ich sehe es doch schon. Alles klar, let's go. Wir haben natürlich upgraded. Oh.
Hä? Das knatscht mir zu stark. Keine Ahnung, was das gebracht hat. Ah, warte. Keine Ahnung, warum der jetzt machen sollte. Vielleicht hat das irgendwas gebracht. Ich habe es nur noch nicht gesehen. Wir gehen jetzt mal hier hin. Nee. Hä? Ich soll irgendwo hinspringen. Natürlich. In den einzigen Abgrund, der da ist. Oh, vielleicht erstmal hier. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Egal. Ich würde ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht. Aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen. Und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Oh oh. Sind das etwa die Personen hier? Ist es etwa eher einer von den beiden? Ja, okay. Ach, da. Kann ich das kaputt schießen? Ging doch mal irgendwo. Nö. Was habe ich gemacht? Ja, hier ist auch noch Eis. Ah, hier kann ich hoch. Oder? Jawohl. Gut gesehen. Gut gesehen. Okay. Ah, ja. Würde ich mich auch trauen. Wenn ich nichts Besseres zu tun hätte. Und den Sprung würde ich mich natürlich auch trauen. Easy Game. Ja, geschafft. Ja, easy. War auch gar nicht gefährlich. Oh, da hängt ja noch einer. Kopf über. Oh. Wie hält das? Oh, gut, na gut, da oben war anscheinend irgendwann mal ein Fluss oder was. Und der ist eingefroren und dann sind sie eingebrochen. Gut. Keine Ahnung, macht das Sinn? Ne, das macht doch gar keinen Sinn, den so tief zu hängen. Ne. Hä? Bam! Keine Ahnung, was das Rätsel war, aber... Geschafft! Mal sehen, was da oben ist. Ja, ich hoffe, ihr wart Geiles. Irgendwie... eine Raketenwerfer oder sowas. Komm schon, Raketenwerfer, let's go. Alter, knarzt nicht so viel, du scheiß Schiff. Alter, natürlich bricht das ein. Komm schon. Wow, dafür? Yay! Ich bin des König des Weltes. Lol, natürlich. Oh, das ist in zwei gebrochen, der. Ja gut, Rückgrat gebrochen, macht Sinn. Ein ganzer Haufen. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Es leuchtet. Ich nehme mal den ganzen Schatz mit. Ein Blatt. Es ist getan. Wir werden hier sterben.
Geraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Warum auch nicht? Damals waren es halt andere Zeiten. Ja, die Pfeile nehme ich mit. Die Karte ist auch geil. Noch aktuell. So, was leuchtet hier? Oh, guck mal, alter, was auch immer. Ganz viel Scheiß. Wow, ein Buch. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Was? Schießen Sie schnell hintereinander bis zu zwei Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie rasch den ersten Pfeil... Indem Sie nach Abschluss des ersten Pfeils schnell RT drücken und loslassen. Ha! Geil! Können wir da ranzoomen? Ah, da ist der Prophet. Er erzählt, wie man einen besseren Schuss abgibt. Hier, gucken wir es mal an. Nice. Ah, das hier ist wahrscheinlich der Captain. Captain. Du bist tot. Okay. Oh. Keine Siegesfanfare diesmal. Oh, scheiße. Na, easy gelandet. Ich gehe nochmal kurz zurück, um zu schauen, was abgeht hier. Okay. Nichts verpasst, aber... Okay, irgendwas passiert... Was kommt hier noch? Ah, ne, da. Aber wo ist... das letzte Dokument? Ich sehe es nicht. Egal. Ah, über das Relikt sind wir rübergesprungen. Ah, gewieft. Hat der hier versteckt in der Ecke. Nehme ich mal mit, ne? Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Geheimes Bild, das sieht da aus wie irgendein Gebäude mit drei roten Stangen im Vordergrund und Menschen. Oh. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Mann, warum sieht man den denn nicht immer ganz? Der scheiß Prophet. Oh, griechisch sind wir schon fast auf Level 3. Aber schaut euch das an, ey. Sieht ja schon ein bisschen majestätisch aus, hä? So. Ching. Let's go. War das Thumbnail auch fertig? Irgendwie kriege ich das da schon hin. So. Was ist das denn da hinten? Ah, da haben wir das letzte. Easy. Komm hier daher, nee. Da ist irgendeine andere, eine Brücke, eine alte, eingestürzt. Hm, ja, wir nehmen den einfachen Weg. Gar nicht gefährlich, kann nichts einbrechen. Ist ja alles noch... Oh. Geldhaufen. Zwei Münzen. Mega. Oh shit. Hier müssen wir einmal rechts abbiegen, glaube ich. Ja, komm, Lara. Okay. Sweet. Dann habt ihr gehört, wie das Eis geknackt hat, ey? Richtig heftig. Fühle ich mich nicht drauf. Es muss so arschkalt sein. Ja, erstmal einen Brief lesen.
Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden, aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot. Und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. War da nicht immer ein Tagesmarsch voraus? Und ist dann weitergezogen? Russisch Level 1. Nice. Russisch Meister. So, die haben wir 200% abgeschlossen, die Gletscherkaverne. Easy. Lara, könntest du vielleicht ein bisschen weniger stöhnen? Vielen Dank. Sowjetanlage. Softjet? Oh, shit. Alles klar, Lara. Ah, hier war schon jemand. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Alles klar. Sie hat das, die Explosion gelegt. Guck mal da oben vor die Metallbrücke kaputt. Ich glaube, die Korrosion ist mega hier oben. Ganz entspannt. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft.